Mauritius ist vielleicht die günstige Alternative zu den Seychellen. Liegt weiter südlich, ist nicht ganz so tropisch, auch im Indischen Ozean, nicht ganz so tropisch. Vielleicht auch für den einen oder anderen ganz angenehm, weil die Temperaturen auch mal wirklich klar unter 30 Grad bleiben und die Luftfeuchte weniger groß ist. Die Strände auf Mauritius sind nicht ganz so spektakulär wie auf den Seychellen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber die Insel, indisch beeinflusst, ist eine sehr lebendige, eine sehr rege Insel. Sie ist auch dichter besiedelt. Viel geschäftstüchtiger. Also während diese Seychellen so eine wirkliche, das sind Naturinseln. Alle drei großen Inseln sind reine Naturinseln. Und Mauritius ist wirklich eine geschäftstüchtige Insel mit vielen kleinen Dörfern, Städten. Port Louis ist eine tolle, tolle Hafenstadt mit wirklich coolen Vierteln. Und die Hotels verteilen sich rund um die Insel, kann man wirklich sagen. Wobei einschränkend im Süden mehr Regen, im Norden weniger Regen. Man muss bei vielen Inseln überhaupt immer schauen, wo ist die Regenseite? Also wo treffen die feuchten Passatwinde auf die Berge? Wo regnet es mehr? Wo regnet es weniger? Das gilt für Mauritius ganz besonders. Wenn man die Klimatabellen schaut von Mauritius, kann man sehen, dass die Sonnenstunden auf der einen Seite 2-3 Stunden pro Tag im Schnitt weniger sind als auf der anderen Seite. Also darauf achten bei Mauritius. Ansonsten kreolisches Essen, eine gute Küche, nette, vielfältige Strände, oftmals auch Felsenküste, viele gute Möglichkeiten zu wandern durch die pittoreske kleine Gebirgswelt auf Mauritius. Schön zum Schnorcheln. Es gibt ganz, ganz schöne Schnorchelreviere. Das ist auf den Seychellen bei den Sandstränden natürlich überhaupt nicht der Fall. Ist auf Mauritius viel, viel schöner. Also muss man gar nicht groß tauchen, Schnorchel einpacken und losgehen. Kann man sehr, sehr schön die Unterwasserwelt vor Mauritius sich anschauen. Ein gutes Ziel, wie ich finde, günstiger als die Seychellen. Also vielleicht eine gute Alternative.